Manchmal möchte man etwas besonders gut machen. Man gibt sein Bestes und noch viel mehr. Dann ist die Suppe fertig und man wartet. Doch das Lob fällt den anderen zu schwer. Ich aß 3 Tage Fischsuppe, weil sie sonst keinem schmeckte. Ich aß 3 Tage Fischsuppe, ich aß sie ganz allein. Ich aß 3 Tage Fischsuppe, mir schmeckte sie auch nicht. Doch die Fische sollte nicht umsonst gestorben sein. Ich sah die schönen Fische alle vor mir. Sie schwammen mit Verwandten durch das Meer. Sie wirkten so lebendig und sie glänzten. Und mir wurde dabei das Herz so schwer. Denn ich aß 3 Tage Fischsuppe, weil sie sonst keinem schmeckten. Ich aß 3 Tage Fischsuppe, ich aß sie ganz allein. Ich aß 3 Tage Fischsuppe, mir schmeckte sie auch nicht. Doch die Fische sollte nicht umsonst gestorben sein. Ich hatte sie nicht versalzen, aber irgendetwas fehlte. Wir überlegten lange hin und her. Der Suppe fehlte einfach das gewisse Etwas. Wir einigten uns schließlich auf Ingwer. Ich weiß nicht, soll ich es nochmal versuchen? Die nächste Suppe wird bestimmt genial. Ich werde aber noch ein wenig warten. In 1-2 Jahren versuche ich es nochmal. Denn ich aß 3 Tage Fischsuppe, weil sie sonst keinem schmeckte. Ich aß 3 Tage Fischsuppe, ich aß sie ganz allein. Ich aß 3 Tage Fischsuppe, mir schmeckte sie auch nicht. Doch die Fische sollten nicht umsonst gestorben sein. Dankeschön. Das nächste ist eigenartig. Danach bin ich dann mal zum Arzt gegangen. Aber der meinte, so äußerlich wäre alles okay.